was zeigt sich, was ich vielleicht so lange nicht zeigen durfte? Was ist in dir gerade aktiv? Wo merkst du, hältst du dich zurück? Gibt es einen Widerstand und trotzdem eine Ahnung? Grenzüberschreitungen, Grenzverletzungen. Wer bist du? Und warum bist du hier? Hast du Zeit zu warten? Ich nicht. Denn ich weiß, wie kostbar dieses Leben ist. Was kannst du verlieren, außer dein Selbstbild, das nicht mehr passt, das zu eng, zu alt geworden ist? Verlasse deine Komfortzone. Schüttle alte Programmierungen und Muster von dir. Erkenne deine Blockaden und befreie dein Potenzial. Ist dir bewusst, dass es sich nicht lohnt, aufzuschieben? Und dass du immer und in jedem Moment die Wahl hast, neu zu entscheiden? Diese Art des Erlebens, diese Art des Erlebnisses genieße ich. Genieße ich mit Victoria. Ich kenne sie schon sehr lange. Und deshalb auf einfachste und sinnvollste und persönlichste Art mit ihr zusammen zu sein, ist ein Genuss. Jenseits der Vorstellungen von richtig und falsch liegt ein Ort. Und an welchen Ort du auch immer reisen wirst, es bleibt eine Reise zu dir selbst. Victoria, da lässt du nichts aus. Also du lernst dich selber auf so eine innige Art und Weise wieder kennen. Ich lasse es aus gewissen Gründen nicht zu. Und das lernst du hier, das spürst du hier sehr intensiv. Und das habe ich bei einem anderen Retreat nicht so intensiv und nicht so greifbar und spürbar gehabt. So, dass ich es wirklich mitnehmen kann. Ist dir bewusst, dass du nichts überspringen kannst, nur ignorieren und aushalten? Oder aber du konfrontierst dich mit dir selbst. Bist du bereit, deine Seele auf diese Reise mitzunehmen? Eine Reise, an die sie sich immer erinnern wird? Das ist eine super Erfahrung und das übersteigt alles, was ich vorher erwartet hatte. Es ist eigentlich eine Zeitreise auch, eine Weltreise, eine Reise zu mir selber. Dann tauche tief, gemeinsam in einer Gruppe von Gleichgesinnten. Also wir haben ja nur ein gewisses Maß an Energie. Und das ist eine der größten Aufgaben, dass wir anfangen zu lernen, diese Energie erstmal wirklich bei uns zu halten, weil ansonsten laufen wir wirklich leer. All deine Antworten stecken in dir, also finde sie. Sei mutig und stelle dich, denn es ist dein Leben, das einzige, das du hast.